vom VfB Stuttgart erzielten je 3 Treffer in einem Spiel. Anderswo muss man auf solche Vollstreckerqualitäten eine ganze Weile warten. Nämlich 44 Minuten. Dann erst zeigte Trainer Winfried Schäfer seinen Jungs, wo es lang gehen sollte, vor das Tor der Bremer, nämlich zum Freistoß in der letzten Minute der ersten Halbzeit. Schütterle trifft nicht selbst, sieht aber Schmidt und der nutzt die Verwirrung zur 1:0-Führung für Karlsruhe. Vor 15.000 Zuschauern profitierte Rufer praktisch im Gegenzug. Dragoslav Stepanovic weist seiner Mannschaft den Weg zur Spitze. Mal direkt und schnörkellos wie beim 1:0 durch Sippel gegen die Stuttgarter Kickers. Mal mit einem offensiven Libero Binz und dem Ausnutzen gegnerischer Schwächen wie beim 2:0. Wieder Sippel. Und mal mit leichten Umwegen, aber verwirrendem Direktspiel wie beim 3:0 durch Andreas Möller. Die Kickers wussten kein erlaubtes Mittel, um den Frankfurter Angriffsschwung zu bremsen. Möller gefault, Bein verwandelt den Elfmeter. 4:0 der Pausenstand. Mit ihrer technischen Überlegenheit konnte die Eintracht sogar durch die Mitte zum Erfolg kommen. Yeboah zum 5:0. Die Stuttgarter hielten das drohende Debakel nach dem Wechsel noch im Rahmen. Kayasso bewies Fußspitzengefühl. Noch einmal schaltete Frankfurt den Turbo zu. Binz, Bein, Möller. Die überragenden Spieler sind hiermit genannt. Und für weniger geniale Abschlussarbeiten bleiben immer noch Yeboah oder Sippel. 6:1, die Eintracht stürmt sich an die Spitze. Vorläufig wenigstens, denn schon morgen kann Hansa Rostock sich die Tabellenführung in Duisburg zurückerobern. Doch bis dahin gilt Frankfurt und Stuttgart vor Rostock. Dann folgen 4 Mannschaften mit je 10:6 Punkten, Dortmund, München, Hamburg und Leverkusen. Bei Kaiserslautern beginnt das dicht gedrängte Mittelfeld, wenn man bei nur 2 Punkten Abstand von der Spitze überhaupt von einem solchen sprechen kann. Es reicht bis zum Tabellen-16., dem 1. FC Köln. Schlusslicht Fortuna Düsseldorf findet langsam Anschluss an die vor ihr liegenden Clubs aus Gladbach, Bochum und Dresden.